Herzlich willkommen und ja, frohe Vor-Adventszeit, würde ich sagen. Ich habe mir deshalb schon mal, damit wir pünktlich für Weihnachten fertig sind, ein Weihnachtslied rausgesucht, und zwar ein amerikanisches Weihnachtsstück, Jingle Bells. Jingle Bells, einfach arrangiert in einer ja, weihnachtlichen, leichten Version. In A-Dur das Ganze. Wir brauchen im Prinzip nur drei Akkorde. Das wäre einmal der A-Dur-Akkord. Dazu brauche ich den Zeigefinger im zweiten Bund der dritten Seite, den Mittelfinger im zweiten Bund der vierten Seite und den Ringfinger im zweiten Bund der fünften Seite. Dann gibt es D-Dur, das wäre der Zeigefinger im zweiten Bund der vierten Seite, der Mittelfinger im zweiten Bund der sechsten Seite und der Ringfinger im dritten Bund der fünften Seite. Und zu guter Letzt der E-Dur-Akkord. Dazu brauchen wir den Mittelfinger im zweiten Bund der zweiten Seite, den Ringfinger im zweiten Bund der dritten Seite und den Zeigefinger im ersten Bund der vierten Seite. Das sind die drei Akkorde, die wir brauchen. Das Muster, das wir für die begleitende Gitarre spielen, das Arrangement ist für zwei Gitarren. Eine spielt die Begleitung und die andere spielt die Melodie. Fangen wir, wie gesagt, mit der Begleitung an. Da habe ich im Prinzip ein Wechselbassmuster. Dazu kommen von der rechten Hand der Zeigefinger, der Mittelfinger und der Ringfinger an einen festen Platz, und zwar unter die vierte Seite, das wäre für den Zeigefinger der Fall, unter die fünfte Seite kommt der Mittelfinger. Und unter die sechste Seite kommt der Ringfinger. Die zupfen immer gleichzeitig diesen Diskant. Der Basston wird vom Daumen gespielt. Das wäre im Fall von A-Dur die A-Seite, im Fall von D-Dur die D-Seite und im Fall von E-Dur die E-Seite. Wechselbass kommt dadurch zustande, dass man immer mit der tiefer liegenden Quinte oder im Fall von E mit der darüber liegenden Quinte wechselt. Das heißt, im Fall von A-Dur spiele ich immer erst auf dem ersten Schlag des Taktes A, also den Grundton als Bass, auf der 2 den Diskant mit den Fingern, wechsel auf die tiefe E-Seite und spiele hier den dritten Schlag des Taktes und zupfe nochmal den Diskant. Das klingt dann zusammen so. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Das Ganze wäre bei D-Dur. Die D-Seite auf der 1 und die A-Seite als Wechselbass auf der 3. Also D-Seite fängt an. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Zu guter Letzt fehlt noch der E-Dur-Akkord. Für den E-Dur-Akkord haben wir natürlich schon den Grundton auf der letzten Seite, können also nicht mehr höher gehen. Deswegen wechseln wir hier zunächst eine höher gelegene Quinte auf der A-Seite. Das wäre dann hier der Ton. Also haben wir hier 1, 2, 3, 4. Das ist eigentlich schon die Hauptbewegung. Dann muss man nur noch anhand der Noten rausfinden, wie viele Akkorde das sind, und dann kommt man dieses Muster. Ich persönlich finde, dass es immer besonders schön klingt, wenn man die Diskanttöne nicht in den Bass reinschwingen lässt. Es gibt so ein bisschen matschigen Ton. Deswegen dämpfe ich den Diskant immer zu kurzen Tönen ab, indem ich meinen Handballen zart auf die Saiten lege. Das kann man dann ja schon mal mit allen Akkorden üben. Dann gibt es noch Übergänge in dem Stück, und zwar einmal den Übergang von A, beziehungsweise im Intro, fangen wir damit mal an. Und zwar spiele ich da im letzten Takt des Intros den A-Akkord, Basston und Diskant gleichzeitig. Also vier Saiten werden angezupft. Nicht nur der Basston oder der Diskant, sondern zusammen. Dann springt der Daumen auf die tiefe E-Saite und spielt leere E-Saite. Zweiter Bund auf der E-Saite und der Ringfinger wandert dann noch zum vierten Bund auf der E-Saite. Das klingt sehr effizient und effektvoll. Dann kommt der Takt. Alles leere E-Saite, zweiter Bund, vierter Bund. Nochmal. Dann kann man wunderbar weiterspielen. Das Ganze gibt es noch in der Strophe, direkt am Ende der zweiten Zeile. Auch hier wird der A-Dur-Akkord zusammen angeschlagen. Der Basston wird nochmal gespielt, also leere A-Saite. Und genau wie eben auf der E-Saite, jetzt eben auf der A-Saite, zweiter Bund, vierter Bund. Das ist der Übergang zum D-Akkord. Dann kommt irgendwann der E-Akkord. Und der E-Akkord, der hat auch so eine Bewegung drin, die wieder zum A hinführt. Auch hier greifen wir natürlich unseren E-Akkord, spielen den Basston und den Diskant gleichzeitig und laufen über die E-Saite. Also auch hier wieder leer, zweiter Bund, vierter Bund.
mal zum Gucken. Zu guter Letzt gibt es am Ende von dem Refrain noch eine Bewegung. Die ist eigentlich nur abschließend gedacht. Diese Bewegung geht A, E, A. Das steht auch über den Noten drüber. Das ist eigentlich relativ simpel, nur der Akkord muss natürlich in der linken Hand gewechselt werden und der Daumen springt zwischen dem A-Basston für A-Dur und dem E-Basston für E-Dur hin und her. A, E, A. Genau auf den Daumen achten. A, E, A. Der Diskant bleibt natürlich immer derselbe. Ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Üben. Ah ne, Moment, da haben wir noch den... Zu guter Letzt gibt es noch eine schwere Stelle in der Strophe drin. Da haben wir auch im Prinzip die gleiche Bewegung, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. 0, also leere Seite, 2, 4. Nur, dass wir den Akkord jetzt mitspielen. Das macht es ein bisschen schwerer. Wir greifen den E-Dur-Akkord und lassen von dem E-Dur-Akkord eigentlich nur den Zeigefinger liegen. Das heißt, nur der Zeigefinger bleibt liegen. Ich zupfe, das ist der letzte Takt auf der zweiten Seite der reinen Noten. Die E-Seite einzeln an. Dann nochmal die E-Seite, aber mit den Diskantseiten zusammen. Der Mittelfinger greift im zweiten Bund, der Zeigefinger bleibt aber liegen. Wir spielen wieder alles zusammen. Und im Idealfall greift der kleine Finger den vierten Bund und wir spielen wieder alles zusammen. Klingt dann sehr schön. Leere Seite, 1. 2 mit der E-Seite. 3 mit dem zweiten Bund. 4 mit dem vierten Bund. Also quasi das Pendant zu unserem vorherigen. Aber ein bisschen raffiniert. Ja, damit ihr am Ende nicht nur eine Gitarre gelernt habt, lasse ich heute die Melodie von Jingle Bells noch weg. Die folgt nächste Woche in einem separaten Video. Das heißt, übt schön diese Woche die Begleitung und nächste Woche schauen wir uns dann die Melodie zusammen an. Viel Spaß damit!